Der Kameramann ist da. Sind Sie von RTL? Wo sind Sie hier? RTL. LVB TV. Ja. Der Regionalsender des Bundes Bayern. Richtig. So, gut, Stefan. Ich mache nur das Checkmonster. Genau, also ich bin kurz vor mir drauf. Okay, ja, das schauen wir mal. Ja, also der letzte Lehrer hat gesagt, ich kann bald laufen. Okay, ich glaube, ich sitze nur mit drin. Und dann bin ich kurz vor mir allein. Ein bisschen nervös bin ich schon, also ich bin mal drauf und das passt mir nicht. Ja, schauen wir mal. Okay. Sag mal, machst du oben mal einen schönen Kreis. Jetzt haben wir aber nur 260 Meter hoch, also landen müssen wir noch nicht. Dann können wir das gleich ausnutzen, den Kurvenflug. Und der Kurvenflug besteht aus drei Phasen, das Einleiten der Kurve mit Quer- und Seitenruder gleichzeitig gleichsinnig und in der Kurve im stationären Kurvenflug. Dies, was passiert, wenn man zu langsam und beziehungsweise auch zu viele Steuereingaben macht, machen wir jetzt mit Abkippen. Ich nehme die Nase wieder hoch, ja. Im Sackflug, ja. Und jetzt mache ich zu viel Seitenrudereinschlag, okay. Du siehst. Und dann gehen wir die Knüppel etwas nachlassen, etwas Fahrt aufholen, Gegenseitenruder. Okay. Vorsichtig abfangen, Nase an Horizont, Normalfahrt einnehmen, so 90 etwa. Okay. Links den Segelflieger, die HSK 21. 90 Grad, okay. Auf die gleiche Höhe. Können wir mal schauen, wenn der da kurbelt. Der kurbelt da schon eine Zeit lang. Vielleicht können wir da auch ein bisschen steigen. Jetzt sind wir bei knapp unter 200 Meter. Ja. Also machen wir unseren Landeanflug, geben unsere Positionsmeldung ab. Delta 38 in Position zur Landung. Lange Landung auf der 08. Bitte was? Machen wir lange Landung auf der 08. Lange Landung? Auf der 08. Auf der 08. Auf der Landschaft mit 26, Entschuldigung. Ja, eben. Genau. Karl, weißt du, was das gerade war? Nein. Das waren die Klappen. Oh. Nicht. Seitenrepo, check ja. Okay. Okay. Also konzentrier dich. Jawohl. Also wenn wir gerade ausfliegen, musst du auch nicht so rühren. Der Flieger fliegt von allein. Der Wind kommt jetzt hier ziemlich genau auf der Bahn. Die Bahn, da steht der Segelflugzeug in der Moose davor, aber wir, also Hauptbahn auf Grasbahn ist frei. Die Luftraumbeobachtung nochmal ins GME. Die Positionskurve. Delta ab 2 in der Position, Fahrwerk fest. Erst schon umdrehen. Umdrehen, ja. Mit der Umkehrkurve, genau, Luftraumkontrolle. Genau, rechts rum, links rum wären wir zu nah am Platz gekommen. Und Horizontbild nicht vernachlässigen, ja? Und Fahrt ab mit dem Flug. Okay. Und jetzt Gegenanflug. Super. So. Ja, da gehen wir gleich mal links rum in den Übungsraum. Gut, du musst gleich mal auf den Olympiaturm zuhalten, dann können wir gleich mal eine Rollübung öffnen. Richte mal auf. Dann übernehme ich ganz kurz. Okay. Na, es sind relativ langsam und wenn ich die jetzt dann vorschiebe in die Schnellflugstellung, dann macht der ziemlich. Na? Ja. Und wenn ich die wieder auf Hinterwölbe, dann geht es gleich wieder auf. Gut, du wieder? Ja, ja, und jetzt nur den, jetzt nur den. Ja, wir haben Zeit. Jetzt haben wir erst bequem vom Aufsatz kommen. Die Geschwindigkeit so ein bisschen anpassen, jetzt haben wir nur zu langsam. Wir haben nur ganz leichten Gegenwind im Endanflug. So. Jetzt kannst du mal links rumgehen. Luftraum hast du gesehen, ist frei, jawohl. Du richtest den Querenflug auf. Da wird nicht noch eingekreist und gesagt, hier geht's doch, sondern wenn, dann gehen wir mal zu einer Möglichkeit. Und so klang dann, wenn ich nicht allein fliegen muss. Ich kann ja, wenn ich den Fuchs mache. Wenn der andere Richtung gewechselt ist, dann ist sie eigentlich auch gewechselt. Ja, ich hab's das gesagt, aber nicht. Ja, so bestätigt. Ich hab's nicht. Das? Du fliegst, gell?
Ich flieg. Mach's lieber. Fliegst du jetzt schön, wieder? Nee, schön vernünftig weiterfliegen. Wir bleiben schön vernünftig. Ja, da fahren wir das Thermix her, oder? Dann fliegen wir halt mal hin. Nicht so steil kurven. Mit sauber koordinierten Kurve, wir leiten sie ein, gehen in 30 Grad und dann die Ruder neutral, dass wir kurven können und dann leiten wir wieder aus. Also ruhig die drei Phasen der Kurve, auch bei so einer kleinen Kurve.